Hallo ihr Lieben, ich grüße euch an diesem Montag mit dem Lehrtext aus Johannes 6, Vers 37. Da sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist eine Zusage für dich. Ich weiß nicht, wie du deine Beziehung zu Jesus beschreiben würdest, ob da überhaupt was ist, was man Beziehung nennen kann, ob das eher matt ist gerade oder auf Distanz oder ob du gerade jetzt diese Zeit vielleicht der Selbstisolation, ja, besonders intensive Zeiten mit ihm erlebt hast. Wie dem auch sei, er ist gerne bereit, dich willkommen zu heißen. An ihm liegt es nicht. Er wird nicht sagen, naja, komm, jetzt bist du in guten Zeiten nicht zu mir gekommen und jetzt in der Krise kommst du plötzlich an. Oder du kriegst ja deinen Alltag gar nicht auf die Reihe, du hängst zu viel vor Netflix und jetzt willst du mit mir irgendwas anfangen. Nein, er steht da mit offenen Armen und er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Er will dich beschenken mit Gutem, er will dich mit Leben, mit Hoffnung, mit Zuversicht beschenken und dich frei machen, dass du ja nicht um deine eigenen Sorgen kreist, sondern dass du für andere ein Segen sein kannst. Und er lädt dich ein und er sagt, ich werde dich nicht hinausstoßen. Und wenn da Schuld ist, wenn du dich ja auch entfernt hast von ihm, von seinem Willen, dann ist Vergebung möglich. Dann hat er Vergebung für dich und er nimmt dich gerne wieder auf. Und Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du uns nicht Dinge nachträgst, sondern im Gegenteil, dass du die Lasten für uns trägst bis ans Kreuz. Dass du Schuld vergibst, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen können. Und dass du Hoffnung gibst und Leben. So segne du jeden, der jetzt zuschaut. Zieh ihn an dein Herz. Danke, dass du niemanden hinausstößt, der zu dir kommt. Amen. Bis morgen. Macht's gut.